Erstes von meinem Cutter, Gehaltskürzung. Jeden Tag Mc's ist nicht verfressen. Lüge. Lost Babyface, Digga, ey. Ey, Digga, du kannst auch die ganze Scheiße hier löschen. Es ist alles dasselbe. Scheiß Rang 12er. Wäre ich nicht gebannt, hätte ich dich gezinkt, ob du mir glaubst oder nicht. Okay, Google, like dieses Video und abonnier diesen Channel. Also, Chat, wir gucken uns jetzt die Memes an, wie auch die Instagram-Sachen. Also, willkommen, liebe WhatsApp-Community. Wir haben meine Instagram-Story gepostet. Beschreib mich in 3 Worten, ja? Wir werden uns das jetzt angucken. Und ich habe bis jetzt auch nur Scheiße gesehen. Erstes von meinem Cutter, Hu, Sohn. Gehaltskürzung. Nur mal so nebenbei. Wenn du mir noch weiter das Gehalt kürzen würdest, dann würde ich ehrenamtlich für dich arbeiten. So, das nächste ist natürlich dann auch von lieben Adrian. Inaktiv. Herrlich, toll, super, der nächste. Oh, von der Freundin von mir. Liebevoll, hilfsbereit und manchmal ein bisschen verpeilt. Hanna, lösch dich. Jung, brutal, gut aussehen, von Gino. Wir haben auch noch vorher die ganze Zeit gesagt, ne? Ich und Ace, wie oft wird dieses Jung, brutal, gut aussehen kommen? Es war halt klar, das wird bestimmt schon ein paar Mal öfters kommen. Laura hat das Prinzip verstanden. Laura hat einfach nur fies geschrieben. Die hat auf jeden Fall verstanden, das Prinzip von 3 Wörtern. 1, 2, 3 Äpfel. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen durcheinander machen, ja. Ihre Mann, was ist das hier? Hallo, können Sie Fahrrad fahren? Ja, kann ich. Warum tun Sie das denn? Weil ich gerne Auto fahre. Okay, aber hier ist die dreckigste Stelle Deutschlands. Ich weiß, das ist mir egal. Toll. Ja, danke, dass man sowas screenshottet, Digga. Ehrlich, Digga. Keine Mods suchen. Mods suchen, wenn du zu Mods machen, liken zu Mod machen. Digga, das war auf jeden Fall jetzt schon die dümmste Entscheidung von mir, die ich je gab, Digga. Ehrlich, ehrlich. Oder die meisten Memes, ey, das sind keine Community-Memes. Jojo, was machen wir? RP? MW? Mädchen-WG? Bruder, Mädchen-WG ist einfach unnormal lustig in letzter Zeit, Digga. Auch wenn es cringe as fuck ist. Mädchen-WG for life, schreibt Undercover. Bei 15-jährigen Kindern Anmachsprüche nutzen auf Omme. Content. Okay, kein Omme-Video mehr. Alles klar? Digga, ehrlich. Okay, wir machen erstmal wieder einen mit 3 Wörtern mich beschreiben. Gucken wir mal ganz kurz, was haben wir? Inaktiv, lost, verfressen. Frechheit, Digga. Ich bin erstens inaktiv. Okay, doch, wenn man die Zahlen sich anguckt, dann schon. F, Digga. Heute wieder 50.000 abgelaufen. Kurs geht raus. Inaktiv, lost, Digga, lost. Okay, verstehe ich, aber verfressen, Digga. Lüge. Was haben wir noch? Jungs, also im RP. Hahaha. Hä? Den nehme ich jetzt rein, Digga. Er schreibt nämlich, Orange Faker, Fake Rolig, 16 Jahre alt. Okay, muss kurz ersetzen. Er ist dann Orange Fanboy, hat nicht mal eine Rolex, wenigstens irgendwas, ob Fake oder Original, und ist bestimmt noch jünger als 16. Ich gehe jetzt auf sein Profil. Ich möchte das jetzt wissen. Perfekt, Digga. 15. Das Ding ist halt, ich verstehe es mal nicht. Orange Faker, Fake Rolig, 16 Jahre alt? Ja, okay. Bin ich halt 16, Digga. Aber wenigstens kann ich mir wenigstens irgendeine Uhr kaufen. Auch wenn sie jetzt Fake ist. Kostet halt trotzdem mehr als manche von normalen Uhren. Wenn es jetzt immer wieder nur um das Geflexe geht. Immer dieses Geflexe, Digga. Selbst die Zuschauer da immer am Flexen, Digga. Ich verstehe es nicht. Schon 21, Digga. Deike schreibt, lustig, sympathisch, einzigartig. Dankeschön, Deike, dass wenigstens einmal wieder jemand was Nettes schreibt. Kuss geht raus. Das ist meine Community. Die schreiben nur, hast kein Aim, Fake, Jungmutter, gut aussehen. Und guck mal, das hat gut angefangen, ja? Ich war echt stolz auf dich. Unterhaltsam, ehrlich, inaktiv. Was das? Was für inaktiv? Grüße gehen raus an Luxa. Lost Babyface, Digga, ey. Ja, ich liebe meine Leute, Digga. Einfach echt die größten Ehrenmänner. Geil. Inaktiv. Lost, inaktiv. Digga, jung, brutal, gut aussehend. Ey, Digga, du kannst auch die ganze Scheiße hier löschen. Es ist alles dasselbe. Wir gehen erstmal wieder nochmal zurück auf die Memes. Random User bekommt Hoffnung auf Mod. Auch Random User bei Jeron. Oh Mann, Digga. Und das kommt einfach auch noch von Diamond. Was ist das jetzt hier? GTA, was steht da? Querdenker-Demos? Ich kann kein Deutsch. Du Spaß. Faster, Digga. Weißt du, guck mal, Diamond gibt sich mehr Mühe, bei so einem Scheiß zu schneiden, als bei den Reaction-Videos. LG. Eine Folge noch. Netflix. Eine Seite noch. Ein Stückchen noch. Ein Lockdown noch. Oh, Bruder, Lightning, Alter. Hey, Junge. Oh, was ist das denn, Digga? FBI Open Up. Oh, mit TV. Was ist das? Die ist hübsch.
aber vielleicht auch. Wer bist du? 30. Streamer Ace. Ey, ich schwöre, sowas finde ich doch viel geiler als die ganzen Bilder, wenn Leute sich sogar so Mühe geben und sogar ein Video dafür schneiden. So ganz kurzes nur. Ey, das ist so gut, Digga. Ich schwöre, ich kann nicht mehr. So, wir nehmen eins aus dem Instagram wieder. Hatten wir schon. Jumota gut aussehend. Keine echte Rolex. Bruder, es ist doch langsam langweilig, Digga. Wir haben es doch schon selbst damit hochgenommen. Es ist doch langsam langweilig. Es ist immer dasselbe. Nö. Hatten wir auch schon. Geil, geil, geil. Guck mal, wir müssen auch mal eine gute Sache reinmachen. Lost, Ehrenmann, bester Streamer. Dankeschön. Wenigstens einer, der es mal einsieht, Digga. Aber egal, bald 5:4 Gameplay und Kamera aus. Grüße gehen raus und Kev. Jungbrutal gut aussehen. Jungbrutal gut aussehen. Lost, lustig, verrückt. Sieh nämlich rein, weil sie immer da ist auch und nett ist. Franzi, grüße gehen raus an dich. Streamer. Okay, Streamer witzig und aufmunternd. Aufmunternd? Nee. Oh, was? Was hat er geschrieben? Oh mein Gott. Er hat geschrieben, witzig, cringe und aktiv. Grüße gehen raus an Leonard.eng. Scheiß Rang 12er. Wäre ich nicht gebannt, hätte ich dich gezinkt, ob du mir glaubst oder nicht. Schreib mir Dennis. Auch wie er es geschrieben hat. So ein Kecken, Alter. Kindisch, freundlich, korrekt. Dankeschön, Bruder. Ace, schreibt einfach selber. Müsst ihr euch vorstellen. Klein, minderjährig. Und herzensgütig. Weißt du, er frontet die ganze Zeit, aber am Ende sagt er wenigstens was Liebes, nur weil er bei mir 5 Tage auf dem Sofa pennen durfte, weißt du, und ich rausschlafen musste. Ach man, ist das so klar, dass das kommt. Jeron, VIP bleibt VIP. Lightning, verbrennt das Blatt. Es war so klar, dass das kommt. Es war so klar. Jungs, Lightning ist nur für heute, Mod. Was versteht ihr denn darunter nicht? Bei Jeron nach Mod lutschen, VIP bleiben. Lightning. Lightning ist Mod, Non-Subs, VIPs und andere Mods. Ey, Digga, wie kann der Lightning zum Meme werden? It's all about humanity. It's all about humanity.